willkommen zurück zu einem neuen knackigen Video auf meinem Kanal. Wir fahren heute ins Disneyland. Wir sind gerade vorhin aufgestanden vor einer halben Stunde. Ich bin voll müde. Und ja, wir fahren, ich glaube, 50 Minuten dort jetzt hin. Heute kriegt es 34 Grad. Also ich weiß nicht, ich hoffe, dort ist ein bisschen Schatten und so. Aber ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ich weiß nicht, ob wir dieses Schloss, also was wir auf TikTok gesehen haben, dieses Schloss da, dieses Disney-Schloss, da ist manchmal so ein Feuerwerk, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr das ist. Das wäre urgeil, das wäre urcool, das anzuschauen. Also ja, wenn wir das sehen, ich nehme euch mit ins Disneyland. Bleibt dran, wir sehen uns später. Wir sind da, es sind so viele Leute. Da stellen sie alle an wegen Ticket und so. Wir sind da, Disneyland Paris. Aber wir sind schon drin. Wir mussten gerade wieder durch so einen Security-Check. Es gibt hier überall Security-Checks. Ja, wir müssen jetzt irgendwo reingehen. Wir wissen noch nicht wohin, aber schauen wir mal. So, wir gehen jetzt als erstes in diesen Disneyland Park. Eben, das war dieses Schloss. Das ist kein Gott. Das ist alles so schön gemacht hier. Es ging eigentlich nur schnell. Wir haben vielleicht 5 Minuten gewartet, um reinzukommen. Insgesamt vielleicht. Und da sind unten, da sind so Gleise, keine Ahnung, und da so Züge durchfahren. Das weiß ich. Aber wir schauen gerade, ob wir einen Plan finden. Dieses Gelände da, weil das so riesig ist. Wir haben jetzt eine Map gefunden, wir sind gerade in diesem Disneyland Park. Da ist dieses Schloss, wir sind da irgendwo, keine Ahnung. Das ist riesig. Und das ist die andere Seite dieses Studios. Und da ist diese Avengers Dings. Das weiß ich. Auf das freue ich mich schon. Und was gibt's noch? Keine Ahnung. Ah, Chaos! Da, das soll ich mich auch schon. Snowcap, dieser Park ist, glaube ich, der Traum von jedem Kleinkind. Wenn du dein eigenes Geschäft gibst, das gibt so viel Gäste, gibt so viel Spielzeug. Und keine Ahnung was. Wir suchen jetzt was Kleines zum Essen wahrscheinlich. Dann gehen wir durch den Park mal durch, dann nehme ich euch mit. Und dann werden wir in den anderen Park gehen, zu den Avengers und so. Auf das ist schon so Bock. Wir sind gerade bei diesem Schloss, jetzt näher. Und ja, aber heute gibt es kein Feuerwerk. Diese Feuerwerk-Dinge gibt es jetzt heute doch nicht, weil die sind nur von November bis Jänner, immer um 9:30 Uhr. Egal, schaut trotzdem cool aus. Da gibt es diese Bäume schon wirklich cool aus, die sind so komisch geschnitten. Ja, die sind so cool geschnitten. Schau mit dem so, ich fühle mich wie eine Disney-Prinzessin. Und anscheinend kann man da drin auch schlafen, hat meine Freundin erzählt, dass du da so im Hotel irgendwie, oder das sind irgendwelche Betten, dass du drin übernachten kannst. Ich habe keine Ahnung, was das da hinten ist. Wir wollen da jetzt dann gleich mal reingehen und ja, dann gehen wir einfach mal so rum. So, wir gehen da jetzt durch. Keinen Plan, was das ist. Da ist irgendwas. Ja, das oben sieht doch cool aus. Wir sind jetzt oben. Keine Ahnung, was das ist. Da sind so Gläser. Da sind irgendwelche Bücher so ausgestellt. Aber ich kann das nicht lesen. Einfach dieses Schwert, das man rausziehen kann. Ah, er ist nicht der Auserwählte, schade. Man, shut your bitch ass up! Da kann man sich so Kleider kaufen. Kann sein, dass ich dem Stefan jetzt mitnehmen muss. Prinzessin Stefan hier dann. Das sieht alles so schön aus. Das Wasser. Das Ding ist schon cool. Das Gelände ist schon cool. Wir gehen jetzt ins Labyrinth von Alice im Wunderland. Da gehen wir jetzt rein. Boah, wir sind jetzt im Labyrinth. Keine Ahnung, was das ist. Gehen wir mal dort. Wir schauen, hoffentlich finden wir da noch raus. Du bist schnell mit dem Kreis gegangen. Ich musste gerade nur durchklettern. Cool. Einmal schon im Kreis gelaufen. Theoretisch könnte ich einfach hängen. Ich gehe einfach mein Handy hoch. Kann ich den Weg sehen. Hey, cool, da kommt so Wasser raus. Komm. Crazy. Ich glaube, wir haben den Ausgang gefunden. Heute ist das schwierig. Boah, jetzt wird es exotisch. Jetzt geht jetzt in den Regenwald. Das ist meine Mission da nach oben. Ja, das ist ein Jumpscare. Ja, wir gehen da jetzt rein, das ist geschafft. Das ist ein cooles Spiel. Schau, das wäre wirklich 800 Kilo wiegen. Da gibt es so verschiedene Wege jetzt. Cool, ich hab's nach oben geschafft. War intimistisch was. Da ist ganz oben, da ist das Labyrinth, wo wir da dran. Wenn es interessiert, wir waren gerade vorhin gerade in diesem Phantasialand. Jetzt gehen wir hier hin. In dieses. Shit. Discoverland. Okay, also ich zeige euch das mal und danach gehen wir zu den zwei da. Da vorne ist jetzt dieses Discoverland. Das ist einfach Luther. Ich glaube, dieses Disneyland ist für Leute so cool, wenn du diese ganzen Disney-Filme kennst. Aber ich schaue nicht so viele Disney-Filme. Diese ganzen Parkdinge sind schön, also durchzugehen. Man kann einfach. Da spielt es überall aus den Gebüschen irgendwelche Songs.
von irgendwelchen Disney-Dingern. Oh mein Gott, das ist ein Kaffeehaus. Das ist ein Kaffeehaus mit so einem, keine Ahnung, das ist so Kinotheater, was auch immer. Cool, das ist einfach Wall-E. Das ist Wall-E. Ist das auch von Wall-E oder von Star Wars? Ich weiß nicht. Nein, es ist das Star Wars Raumschiff. Ich hab den linken Raumschiff-Dings gemacht, ein Foto mit Darth Vader. Da geht er wieder. Also dieses Star Wars Ding ist zwar ja das Bodenloseste, was es gibt, da kommt Darth Vader in den Raum, dann holt er dich, da war ja gerade ein kleines Kind, schade, dann holt er dich und dann machst du ein Foto mit ihm. Das wäre sicher auch cool, dieses Spaß, der von Toy Story, aber das ist 35 Minuten Wartezeit, da kommt er. Wir warten da jetzt nicht. So, nächstes ist jetzt dieses Adventureland, das ist schon vor uns. So crazy was. Ich glaube, ich zeige das mit 0,5. Schaut irgendwie aus wie ein Jurassic Park bisschen. Keine Ahnung, da steht so ein Auto, das sieht aus, als wäre es von Jurassic Park. Kann mir keiner sagen, dass das nicht wie ein Jurassic Park aussieht. Ein bisschen hier. Man, what the fuck is you what talking the fuck about? Was that? Da ist ein Elefant. Das sieht aus wie Stefan. Was ist das für ein vercrackter Baum? Der hat einfach so Löcher da drin. Ich sag auf Ernst, diese Dings sind underrated, Palmen. Wenn ich mal ein Haus hab, Wohnung. Ja, okay, Wohnung schwer. Aber sonst, ich werde mir safe in so eine Palme in den Garten stellen. Da ist jetzt dieses Schiff, Flucht der Karibik oder so. Das ist so schön, aber ey, wow, das ist so ein crazy Baumhaus. Aber es ist so full heiß. Es hat 35 Grad, ist die Sonne knallt so rein. Das ist so cool. Was ist das? Da kann man hochgehen. Geht auch hoch. Und wir sind heute Back-to-Back-Stufen steigen. Wieder. Warte. Und es wow. Was fressen Blut und das ist so. Aber man kann in den Baum rein, wenn man sieht sie. Egal, ich zeige euch dann, wenn wir oben sind, wie es aussieht. Das ist der Typ aus oben. Ich glaube, wir sind oben. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Denke ich, ah nein, da geht es noch weiter oben. Schauen. Das sind immer solche Dinger. Da ist so der Weg. So weit sind wir oben. Dimi, was für dich? Höhenangst wieder. So, jetzt sind wir, glaube ich, ganz um das. Oh, da ist Cash. Cash Money. Dimi für 2KVC kaufen. Money, 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 money. Jetzt sind wir ganz oben. Ah, sorry, wir waren doch nicht ganz oben. Schon wieder. Falsch. Da gibt's noch mehr Treppen rauf. Jetzt sind wir ganz oben. Alter, das sieht so cool aus mit diesen Bäumen da. Da geht's wieder runter. Aber man sieht halt nichts wegen den ganzen Blättern. Man sieht nicht so gut auf der Kamera diese Aussicht. Boah, ich fühle mich jetzt recht 30. Ich liebe diese Naturdinger. Da ist ein Bach. Da ist wieder so ein Wasserfall. Und die gehen da oben. Keine Ahnung, ob wir da auch irgendwie hochkommen. Das wäre cool. Ja, wir schauen jetzt mal weiter, was da noch alles gibt. Wir sind eh schon 2 Stunden da oder so. Ah, da ist die Brücke, die sieht man da ja gut. Man sieht mich nicht mal, das ist so creepy, keine Ahnung, was drin ist. Ich bin erschrocken, da steht einer. In irgendeiner Höhle. Cool. Ich glaube, ich kann das verlaufen. Wir sind jetzt wieder irgendwo drin, das ist so schön, ne? Also, Wasser. So Licht da. Da ist ein Wasserfall. So, das ist so cool. Es ist so cool gemacht, ja, alles. Schade, Flucht der Karibik hat leider geschlossen. Das wäre noch cool gewesen, glaube ich. Boah, bei der Hitze W, wer das gebaut hat. Super. Da ist gerade dieses Indiana Jones. Da ist auch die Musik. Diese Achterbahn von Indiana Jones haben wir jetzt nicht gefunden. Ich musste wieder 35 Minuten warten. Wir haben keinen Bock, sagen zu warten. Und Achterbahn bei mir ist schwer. Ich hasse Achterbahn. Wir sind jetzt gerade in diesem letzten Park. Frontierland oder so heißt er. Ich weiß aber nicht, was das ist, so viel Essen. So. Das erinnert mich so an Red Dead Redemption 2. Ich habe das zwar nie gespielt, aber diese Dinger schauen genauso aus. So Oldschool-Vibes. Da ist einfach so ein Schiff. Kann man sich auch anstellen dann, aber man muss so lang warten. Ich glaube, man fährt dann da mit dem Schiff so um diesen See herum, Teich, was auch immer das ist. Da ist irgend so ein Riesenschloss. Oder so ein Schloss wie ein Geisterhaus. Keine Ahnung, wir wissen nicht, was das ist, aber schauen jetzt mal auf diese Map nach. Wir gehen jetzt in diesen Walt Disney Studios. Da wollen schon, da gibt es Chaos und sowas. Habe ich ja vorhin nicht gesagt. Ja, aber es ist so abnormal heiß, ehrlich. Ich muss noch was zum Trinken suchen, vielleicht gibt es noch ein Wasser irgendwo. Das soll ich kaufen. Wir sind draußen, das ist ein Disneyland Park. Und wir werden jetzt zu dem anderen gehen, zu dem Walt Disney Studio. Ich bin gespannt. Da sind jetzt diese Walt Disney Studios. Boah, da sind wieder Palmen. W's. Palmen sind das Coolste. Wo sind wir? Wir sind da jetzt irgendwo drin, das sieht ja urcool aus. Das ist so Essensdinger und so. Cool. Das erinnert mich an irgendwas von Cars. Diese Tankstelle oder so. Alter Loki, das ist, glaube ich, die Tankstelle von Cars.
Das schaut ähnlich aus. Da ist Mickey. Da singt so ein Hollywood Tower. Ja, da, das sieht so schön aus. Das ist schon wieder so riesig. Da hinten geht's, da singt so ein Karussell. Sieht man das? Yes. Gehen jetzt zu diesen Avengers und Spider-Man-Dingen da. Das anschauen. Und danach zum Cars-Ding. Zu dieser Cars-Rennstrecke oder was das ist. Aber das ist, glaube ich, nicht diese coole Rennstrecke, die ist in LA, glaube ich. Bei diesen anderen, keine Ahnung, wie es heißt, Universal Studios. Wir sind jetzt beim Avengers Campus. Cool. Ich hoffe, es ist der Spider-Man. Da ist der Wasp. Von Ant-Man. Da ist auch irgend so ein Raumschiff von Avengers. Das ist riesig. Gibt es das? Wir stehen gerade Schlange für so eine Spider-Man-Attraktion und so. Wir haben gerade mit technischen Problemen auf sich 20 Minuten warten müssen. Jetzt sind wir drin. Keine Ahnung, was es ist. Das in dem Raum sind wir gerade. Le BIM et StarTech, ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speedboats par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls parce qu'ils sont pas croyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Singer. Grâce à son protecteur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Je vais vous aider. Tu vois, le risque est atteint de niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle les Avengers? Pas de panique, les amis. Je viens régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'elle. C'est moi mon pilier. Chérine. Je vais mettre une brille aussi. Alter, wie schaut die aus? Wir bekommen in einen neuen Raum, wo wir so irgendwie sowas sehen, keine Ahnung. Diese Dinger kommen jetzt rein. Das ist wie so ein Achterbahn, deswegen haben wir so eine Brille auf. Damit können wir jetzt so den Arm zu Dinger schießen. Das Spider-Man-Ding war super cool. Man musste so kleine Roboter abschießen, die man am Anfang gesehen hat. Und ja, dann. Aber es war nur kurz, 5 Minuten oder so, aber es war lustig. Schade, da können wir nicht rein, das ist zugesperrt. Da wäre dieser Iron Man Anzug und so drin. Das wäre so cool gewesen, aber leider nicht. Schade. Wir gehen gerade zu Cars und da ist dieser Typ von Toy Story. Keine Ahnung, wie der ist. Ah, der Typ. Und hier gibt es auch diese Kartoffel da oder was das ist. Da ist Ratatouille. Ich habe das als Kind nie geschaut, weil ich immer Angst hatte vor diesem Koch. Deswegen konnte ich das nie schauen. Gleich dieser Cars Roadtrip. So, wir sind bei diesen Castingsets. Da kann man irgendwo so einen Roadtrip machen. Die kommen da gerade alle raus. Wir müssen dort nach hinten gehen jetzt. Weil ich will das machen. Das ist irgendwie cool. Da ist auch noch so ein Cars-Tür. Da gehen wir rein jetzt. Ich glaube, das ist so. Ja, das ist irgend so ein Bus. Na, keine Ahnung, irgendwas halt so wie so ein Zug. Ich glaube, der fährt jetzt so eine Strecke und da sind so Casting ausgestellt. Boah, bei dem ist das Schöne, da ist keiner. Da muss man nicht warten. Super. Super ist das. Da ist Sally. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Französisch, schade. Oh, der ist witzig. Oh, der ist dieser. Ich habe nicht verpasst. Lightning ist hier. Ist auch irgendwas für Kaus, keine Ahnung. Oh, cool. Jetzt nuts. Pause.
Ich fand dieses Castings, diese Attraktionen da oder diese Fahrten sind halt immer urkurz. Aber das ist schon cool. Dieses mit dem Feuer und so, das war so heiß. Und dann haben die so Wasser. Ja, das haben wir nicht gesehen, diese Fontäne da. Aber man wurde gar nicht nass eigentlich, wundert mich eh. Aber es war cool. Wir waren gerade bei dieser Ratatouille-Wand, da habe ich es mitgefilmt. Aber ich sage ehrlich, das, wenn ihr hier seid, das müsst ihr machen. Das war wirklich cool. Das war das Beste von allen bis jetzt, finde ich, obwohl ich Ratatouille nicht mal geschaut habe. Das ist das von Chaos. Da gibt es noch das. Da dieses Schild, das ist so cool. Solche Bäume sind auch crazy, solche will ich auch mal haben. So diese Palmen und solche Bäume. Wir gehen jetzt auch da durch so eine Essensstraße. Aber da werde ich jetzt nicht mehr so viel filmen. Einfach ein Typ hat gerade uns Tickets geschnappt. Weil von Walt Disney Studios hat uns gefragt, ob er unsere Tickets haben kann, weil wir schon nach Hause gehen. Digga. Ja, mit dem Ding kann man fliegen. Ich dachte, das ist nur Deko am Anfang. Wie cool, da gibt es Black Panther als Statue einfach. Crazy Timmy. Da wird er jetzt stoppen, sicher. Er sagt, Wakanda vorher, weil ich kenne dich schon. Das sieht so schön aus. Das ist so Wasser. Ich glaube, das hier hinten sind die Hotels. Da steht dann noch so eine Iron Man Statue. Ich will die von vorne kurz zeigen. Da so. Da steht noch Captain Marvel. Wir haben das leider gerade verpasst. Und ich habe es zu spät gefilmt. Da sind gerade Traumchats geflogen. Die haben diese Frankreich-Flagge da. So, wir sind jetzt wieder zurück im Airbnb. Ja, wir machen jetzt eh nicht mehr viel. Wir gehen nur noch duschen. Und dann legen wir uns wahrscheinlich eh schon hin, weil wir fertig sind. Ja, also das war's jetzt dann mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt irgendeinen süßen Kommentar. Schaut auch gerne bei Instagram vorbei und bei meinem Twitch-Account. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave him the drill, they sucked it up, I got him on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-toned him. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and out.